durch Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Gerade mal nach. Wenn die Dotens alle ihnen aufgebrummten Jahre wirklich absitzen, treten die noch in 212 Talentshows auf. Eine verdammt grausame Strafe. Also Folgendes habe ich mir ausgedacht. Wir hüpfen auf und ab und machen dazu die unschuldigsten Gesichter. Ganz allmählich fangen wir dann an, immer höher und höher zu hüpfen. Und wenn wir hoch genug gehüpft sind, dann Bingo! Fliegen wir direkt über... Die Ballettröckchen sind fertig und es gibt was zu futtern. Ich nehme mal an pürierten Brokkoli. Heute gibt's was Feines, Jungs. Pürierte Brokkoli. Hey, ich hab vorausgesagt, was es zum Mittagessen gibt, Jungs. Ihr wisst hoffentlich, was das bedeutet, liebe Freunde. Das heißt, dass ich übernatürliche Kräfte habe. Oh! Das prüfen wir doch gleich. Dann müsstest du jetzt wissen, was ich gleich mit dir machen werde. Warte mal. Du springst mir an den Hals, um mir selbigen umzudrehen, Joe. Ja, sieh mal an! Komm, reg dich wieder ab, Joe! Auch wenn er mir die Luft abdreht, ich besitze wirklich übernatürliche Kräfte. Ja, ja, ja! Die Ragtime Rockets aus dem Zellenblock D. Auch nächstes Jahr werden sie uns erfreuen. Sie stehen noch mit 20 Jahren in der Kreide. Und schon wieder ein Highlight in unserer Show. Zu vier Künstlern, die den weiten Weg aus der Isolationshaft auf die Bühne nicht gescheut haben. Ich bitte um einen donnernden Applaus für die tanzenden Daltons. Wir müssen anfangen, Jungs. Wo zum Teufel ist Averill? Er möchte die Freunde hier mit einer eigenen Nummer überraschen, hat er gemeint. Gut, dann fliehen wir eben ohne ihn. Kollegen Knastbrüder, heute erfreuen wir euch mit einer brandneuen Choreografie betitelt Der Flug der Schmetterlinge. Ihr wär doch um ein Haar aus dem Flug der Schmetterlinge der Abflug der Daltons geworden. Lucky Luke hat meinen schönen Plan durchkreuzt. Er durchkreuzt immer meine Pläne. Jetzt beruhige dich mal, Joe. Ich will mich aber nicht beruhigen. Dafür lege ich dem da ein für alle mal das Handwerk. Silenzio! Ich, der große Daltoni, gebe jetzt eine Kostprobe meiner übernatürlichen Kräfte zum Besten. Weil ich zwei Freiwillige für meine Demonstration brauche, werde ich mir, wenn ihr es erlaubt, gleich hier den kleinen Giftzwerg greifen. Du Idiot, glaubst, dass du damit hier jemand beeindruckst? Und wer macht mir nun den zweiten Freiwilligen? Wie wär's mit dir, Cowboy, im gelben Hemd da hinten? Komm auf die Bühne. Ich? Sie haben ihn schon das Ballett versaut. Sie müssen jetzt unbedingt ran. Was? Oh nein, nicht der wieder! Yeah!
Wie alle sehen können, hoffe ich, habe ich soeben den Cowboy und den Häftling aneinander gefesselt. Nun kommt der große Daltoni und entfesselt die beiden wieder. Und das nur mit Hilfe seiner mentalen Kräfte. Oh, da darf man ja gespannt sein. Ich bitte um Ruhe. In meinen Kopf muss absolute Leere einziehen. Oh, das dürfte nicht schwer sein. Der war schon immer leer. Ahui, ahui, hört mich, Handschellen. Also öffnet euch, kommt schon. Ahui, ahui. Die mentale Kraftanstrengung hat sein Hirn total überfordert. Vergiss den Blödmann. Ich will nicht ewig an ihn gefesselt bleiben. Schließ die Handschellen auf. Sie haben's gehört. Worauf warten Sie? Holen Sie den Schlüssel! Ja, woher denn? Dafür haben wir keine. Das sind fremde Handschellen. Wo hast du den Schlüssel gelassen, du Torfkopf? Ich will den Schlüssel! Wenn das keine Gefängnishandschellen sind, wie sind sie dann reingekommen? Ich könnte's mir denken. Oh ja, natürlich, ja sicher, so war es. Es war vor ein paar Tagen. Da bekamen wir Besuch von einem Vertreter in Sachen Handschellen namens Longneck. Theodore Q. Longneck, er empfahl uns, seine Handschellen zu kaufen, von denen er behauptete, sie seien nicht kaputt zu kriegen. Ich nahm natürlich an, dass der Mann lügt und ließ ihn vor die Tür setzen. Er ist dann weitergezogen und ich hatte den Vorfall sehr schnell vergessen. Aber im Weggehen muss er eine seiner Handschellen verloren haben. Das muss Averill bemerkt haben und hat sie sich geschnappt, ohne dass jemand irgendwas bemerkt hat. Im Klartext heißt das also, dass niemand einen Schlüssel dafür hat. Hat jemand zufällig eine Feile oder ein Werkzeug, das uns weiterhilft? Ja! 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 Oh. Nee. Das wird nix, Boss. Sie geht nicht kaputt, hält man's für möglich. Ein Vertreter, der wirklich nicht gemogelt hat. Der ist bestimmt noch unterwegs. Er wird sämtliche Gefängnisse abklappern. Wir müssen nach ihm suchen, bis wir ihn gefunden haben. Und dann dreh ich diesem Longneck auch seinen langen Hals um. Was gibt's zu schnauben, Esel? Sobald ich einen Huf aus dem Gefängnis gesetzt habe, überfällt mich furchtbares Heimweh. Deine Tage sind gezählt, Luke. Früher oder später mache ich dich fertig. Du wirst es erleben. Ich hab die Schnauze voll! Der Panzer ist doch ein Schuss in den Ofen, Mann! Ich, General George Custer, konstruiere dieses wundervolle Kriegsgerät und ihr Pfeifen baut mir eine Blechschüssel, die beim ersten Holpern auseinanderfällt! Nur keine Aufregung, General. Wir werden einen aus stärkerem Metall bauen. Hat da eben jemand Metall gesagt? Meine Herren, das ist ein Glückstag für Sie. Zufälligerweise bin ich nämlich Experte für Metall. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen eine Legierung anzubieten, die neu und absolut unzerstörbar ist. Ich bin Theodore Q. Longneck. Durch die Verschmelzung mit der gemeinen Gartenbohne habe ich das weltweit erste unzerstörbare Metall geschaffen. Interessiert mich. Erzählen Sie mir mehr davon. Wir werden doch einen Weg finden, wie wir hier rauskommen. Du meinst fliehen? Und ohne Joe? Wie soll das gehen? Er ist das Gehirn der Truppe. Ihr vergesst meine übernatürlichen Kräfte, Jungs. Ach, wenn doch Joe da wäre, der würde ihm jetzt einfach eine reinhauen. Ich bin der große Daltoni, Huja. Tür, ich gebe dir den Befehl, öffne dich sogleich. Hörst du etwas schlecht, ja? Tu, was ich sage und öffne dich. Aua. Aua. Seht ihr, ich habe sie dazu gebracht, sich zu öffnen. Ich wusste, dass ich es kann. Da bei euch ein Bett frei geworden ist, habe ich euch einen neuen Zellengenossen mitgebracht. Hey, was guckt ihr mich so an? Oh, das Bier!
Ich habe mich dank meiner Kräfte in ein Nadelkissen verwandelt. Wir finden die beiden sofort, wenn wir den Hufspuren folgen. Oh, Joe, das hat bestimmt wehgetan. Wart's ab, Lucky Luke, ich krieg dich schon noch. Meine Brüder haben sicher schon Witterung aufgenommen und folgen uns. Die gehen dir an den Kragen, wenn du es am wenigsten erwartest. Den Hufspuren folgen, ja, tolle Idee. Ja, und? Ich hab einen Fehler gemacht. Was soll's? Da! Oh. Hört auf, euch zu prügeln. Wenn ihr wissen wollt, wo Joe ist, braucht ihr doch nur mich zu fragen. Ich nutze einfach meine Kräfte. Seht ihr, ich habe schon eine Vision. Und ich sehe unseren Joe. Er ist in einer schwarzen Wüste allein, Mutterseelen. Ja, das ist Bruder Joe, kein Zweifel. Juhu, Joe, ich bin es, Averill. Jetzt lacht er und zwinkert mir zu, Jungs. Du redest mit einem Spiegelbild, Idiot. Wir bleiben nicht, keine Angst. Wir fragen nur, ob Longneck da gewesen ist. Wir sind überbelegt. Oh? Wir suchen Theodore Longneck, einen Vertreter für Handschellen. Ist mir wurscht, wen ihr sucht. Macht, dass ihr wegkommt, Mann. Jetzt, wo Sie sagen, fällt mir es ein, er ist vor ein paar Tagen vorbeigekommen, ist dann in Richtung Westen weitergezogen. Keine Kopfschmerztabletten dabei! Wir werden die ganze Nacht durchreiten müssen. So viel zu meinem Schönheitsschlaf. Joe! 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 Psst! Geht's nicht noch ein bisschen lauter, wenn uns nun jemand hört? Joe! Joe, wo bist du? Joe, hallo Joe? Joe? Die Höhle ist wie gemacht für uns. Hier wird uns bestimmt niemand suchen. Hey, fühlt ihr das auch, Jungs? Hier liegt eine dicke Felldecke. Na, die wird uns schön warm halten. Oh, aber an dem Ende fühlt sie sich ganz nass an. Deine Felldecke war ein Bär, du Armleuchter! Was für eine ruhige, friedliche Nacht, Joe. Lass nur. Ich krieg dich, Lucky Luke. Keinen Schritt weiter! Stehen bleiben! Hallo, Väterchen. Ich suche einen gewissen... Sind Sie wirklich Lucky Luke zu Besuch in meiner armseligen Hütte? Oh, Sie kennen mich? Ich bin Ihr größter Fan, Mann. Ich habe alle Ihre wilden Abenteuer verfolgt. Eine Schleimerei. Sehen Sie mal da am Kamin eine Sammlung mit Bildern von Ihnen. Mr. Luke, Sie machen mich zum glücklichsten Menschen, wenn Sie mir ein Autogramm geben. Schreiben Sie für Frank Hornet. Das bin ich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Hank. Ich bin nur ein armer, einsamer Cowboy. Geben Sie mir trotzdem ein Autogramm, ja? Aber sicher doch. Gerne. Komischer Vogel, Ihr Freund. Ach, nicht so schlimm. Ich habe mich dran gewöhnt. Und ich gebe nicht auf. Früher oder später wird das schon klappen. Und was diesen Longneck angeht. Er ist vermutlich in Strangstadt. Aber Vorsicht, viele, die dahin gingen, sind niemals wiedergekommen. Danke, Hank. Dann wollen wir mal, Joe. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Oh, Strangstadt. Hinrichtung durch den Strang stündlich. Also, benimm dich, Joe. Die Leute hier scheinen nicht viel Spaß zu verstehen.
Hallo Leute, mein Name ist Joe Dalton. Sie haben bestimmt von mir gehört. Ich bin ein schlimmer Krimineller. Ja, so ist es. Ich und mein Komplize hier sind heute früh ausgebrochen. Sag mal, spinnst du? Wenn sie dich für meinen Komplizen halten, werden sie dich hängen. Ja, und wenn sie dich aufgehängt haben, bin ich dich ein für alle Mal los. Jetzt hör mal, Joe, wenn ich dein Komplize bin, bist du auch meiner. Und wenn sie mich hängen, hängen sie dich mit auf. Wie bitte? Halt stehen bleiben! Ihr bekommt einen fairen Prozess, bevor wir euch aufknüpfen. Nun mal langsam, Sheriff. Das stimmt nicht, was der Knirp sagt. Ich bin in Wahrheit Lucky Luke. Macht nichts. Ich bin in Wirklichkeit ja auch Königin Victoria. Ich wusste es doch. Ich hätte im Gefängnis bleiben sollen. Weg ist er. Dabei hatte ich so eine schöne Schlinge geknüpft. Oh! Alles okay, Joe? Nichts ist okay. Ich bin am Ende. Aber lass nur, ich krieg dich trotzdem noch, Lucky. Du hattest doch nicht etwa Angst, hm? Wer redet von Angst? Ich war in Panik. Ich tu gern so, als würde ich was schnabulieren. Wer will ein Hühnerbein, hä? Hör auf, du treibst mich in den Wahnsinn. Riecht ihr auch, was ich rieche? Was denn? Das kann nur Kartoffelgratin sein. Folgt mir! Such, Averill, such! Aus, Averill, mach Sitz! Ich frag mich, wo Longneck steckt. So wie ich dich erledigt hab, kommt er sofort an die Reihe. Hilft Kartoffelgratin gegen Kopfweh? Los, pirschen wir uns näher ran. Sag mal, wenn du ein Metall erfindest, das angeblich unzerstörbar ist, was machst du damit? Ich würde mir daraus einen Panzer bauen und dich platt machen. Du könntest dann rumballern, so viel du wolltest. Ich würde dir doch den Hals rumdrehen. Ein Panzer? Das ist es, die Armee. Sattel die Hühner, Joe. Okay, wir haben sie gefunden. Wie geht's weiter? Nicht aus den Augen lassen und auf eine Chance warten. Auf den Steinen waren noch Reste vom Kartoffelgratin. Und wenn ich so bedenke, dass ich verwandt bin mit ihm. Hallo, Soldat. Hm? Mein Name ist Lucky Luke. Ich suche einen Mann, der Handschellen verkauft. Und ich habe Befehl, niemanden reinzulassen. Also verschwindet! So was passiert einem, wenn man nicht Bitte sagt. Alarm, Überfall, Attacke! Lucky Luke? Sind Sie sicher, dass es Lucky Luke war? Ich kenne den Mann ja nicht, aber er hat's behauptet. Er fragte nach einem Mann, der Handschellen verkauft. Ich glaube, ich träume. Das darf nicht wahr sein. Immer wenn ich einen genialen Plan ausbrüte, kommt dieser verfluchte Cowboy vorbei und macht es kaputt. Das Leben kann ja so gemein sein. Sir, beruhigen Sie sich. Er hat gewiss keinen Verdacht geschöpft. Glauben Sie? Mhm. Mein neuester Plan ist nämlich sehr raffiniert. Ich marschiere mit unzerstörbarem Kriegsgerät in Grönland ein, erobere im Fluge Kanada und kandidiere für das Amt des Präsidenten von Amerika. Irgendwas sagt mir, dass Longneck hier drin ist. Und ich bin wild entschlossen, ihn zu finden. Und ich werde dich wild entschlossen umbringen. Ja, was zum... Oh, nein! Feierabend, mein Junge! Ah! Es gibt so Tage, da läuft aber auch alles schief. Ich bringe Ihnen jetzt Chili, Mr. Longneck, mit scharfer Tabasco-Soße, wie Sie es mögen. Also, Averill, dann heb uns mal drüber. Dafür hat der liebe Gott mich groß gemacht, damit ich euch immer hochheben darf. Ja! Mr.
Longneck, nehme ich an. Mein Name ist Lucky Luke, das ist Joe Dalton. Ich flehe Sie an, helfen Sie mir! Custer ist total übergeschnappt. Er zwingt mich, für ihn unzerstörbares Kriegsgerät zu bauen. Hat man je sowas Albernes gehört? Wer braucht denn schon Panzer, solange es Handschellen gibt? Da wir davon sprechen, haben Sie den Schlüssel dafür? Tut mir leid, man hat mir alles abgenommen, was ich bei mir hatte. Mir scheint, das war's. Das löst unser Problem. Ich glaub es nicht. Diese Tabasco-Soße hat's wahrlich in sich. Wir ziehen ab. Joe? Joe? Jetzt zeig ich ihm, was eine Hake ist, dem kleinen Liebling. Hey, Sie, wo ist denn hier die Bremse? Haben Sie das eben gehört? Warum wackelst du so? Bleib ruhig stehen, Mann. Noch ein knapper halber Meter. Das ist ja ulkig. Bin ich mir das nur ein oder geht's wirklich rückwärts? Mein Panzer, er ist verschwunden. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, General. Meine unzerstörbare Legierung hat eine Schwachstelle, wie man so sagt. Bei Berührung mit Tabasco-Soße schmilzt sie. Kein Grund zur Besorgnis, General. Ich glaube kaum, dass die Eskimos Tabasco-Soße kennen. Dennoch befehle ich, sämtliche Flaschen davon werden erschossen. Daneben ist auch vorbei. Aber nächstes Mal mache ich ihn fertig. Ich hab dich vermisst, Joe. Uns hast du auch gefehlt, Joe. Da ich, wie ihr wisst, der große Daltoni bin, sage ich voraus, dass es im Gefängnis Kartoffelbrei für alle geben wird. Everett, halt die Klappe! I'm a bold lonesome cowboy.